Hi und herzlich willkommen auf den YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Heute möchte ich mit euch ein Holzregal bauen, besser gesagt ein Regal für den Hauswirtschaftsraum, für die Werkstatt oder für das Carport oder für den Schuppen. Einfach ein Regal, wo ihr was ablegen könnt, wo ihr was lagern könnt, was ganz, ganz simpel ist und ganz, ganz viel aushält. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und das Schöne an das ganze Projekt, ihr braucht wirklich nur drei Werkzeuge, also einen Akkuschrauber braucht ihr, eine Kappsäge und eventuell eine Schlagbohrmaschine oder eine Kantenfräse. Alles andere ist wirklich Werkzeug, was ihr nicht wirklich braucht, also quasi Luxus. Wie ihr seht, baue ich das Ganze draußen zusammen, beziehungsweise bereite ich das Ganze draußen vor, weil drin ist es ziemlich eng, wo das Ganze platziert werden soll, nämlich im Hauswirtschaftsraum. Als Materialien habe ich mich für Dachlatten entschieden, weil die A relativ jetzt noch günstig sind als Hobelware und B es ein Regal ist für den Keller, für den Hauswirtschaftsraum, für das Carport, für die Garage. Da muss das Holz nicht so wirklich schön sein. Sprich, wir haben uns jetzt Dachlatten besorgt, einmal 6 Stück in 3 Meter Länge und einmal 10 Stück in 2 Meter Länge. Ich versuche immer, das Ganze sehr, sehr verschnippt optimierend zu kaufen, denn wie ihr wisst, sind die Holzpreise wirklich in den Keller gestiegen. hoch an die Decke gestiegen, nicht in den Keller. Und deswegen ist es sehr, sehr sinnvoll, nicht so viel Abschnitt oder Verschnitt zu haben. Als Einlegeböden, da habe ich mich für Sperrholz entschieden. Das Ganze habe ich bei Plattenzuschnitt 24 bestellt. Unten findet ihr in der Videobeschreibung auch einen passenden Rabattcode, wenn ihr dort was bestellen möchtet. Die Platten habe ich bereits fertig auf Maß zugeschnitten, sprich 1 Meter breit und 60 tief, insgesamt 10 Stück. Und die Kanten sind auch schon gebrochen. Das ist eine tolle Zusatzoption, die ihr bestellen könnt. Sprich, ihr müsst dann selber nicht mehr Hand anlegen und die Kanten schleifen. Was müssen wir jetzt machen? Wir sägen jetzt erstmal die Dachlatten zu. Beim Zuschnitt der Dachlatten könnt ihr theoretisch auch eine schöne Stichsäge nehmen. Ich habe jetzt hier eine Kapungierungssäge. Die habe ich eigentlich immer mit dabei, wenn ich jetzt draußen was baue oder unterwegs bin auf dem Bau. Aber wie gesagt, eine Stichsäge würde auch gehen. Sprich, das Regal soll eine Höhe haben von 2,40 Meter und das heißt, wir sägen unsere ersten 6 Pfosten von 2,40 Meter Höhe zu. Das heißt, ich zeichne mir den ersten an, säge den dann ab und den nehme ich jetzt als Schablone für die 5 anderen Pfosten. Das Regal hat eine Breite von 2 Meter und eine Tiefe von 60 cm. Dementsprechend haben wir uns jetzt unsere Platten zugeschnitten, sprich 10 Platten von 1 Meter Breite und 600 mm tief. So, ich habe mir das so jetzt ausgerechnet, dass wir 3 Pfosten haben für hinten und für vorne. Sprich, das ist jetzt die Vorderseite oder Hinterseite. Und wir brauchen dann einen Querträger, wo dann später die Regalböden draufgesetzt werden. Und das heißt, einer sitzt dann hier oben. Das heißt, die Platte kommt dann hier oben drauf. Dann sitzt der zweite hier und so weiter. Ich habe jetzt für diese Höhe 2,40 Meter ungefähr 5 Böden eingeplant. Und die zeichnen wir uns jetzt an. Aber bevor wir das Ganze jetzt machen, das Anzeichnen, kann ich euch empfehlen, die Kanten nochmal zu fräsen. Und zwar gibt es einen kleinen Handrouter, den habe ich jetzt neu, 12 Volt Serie von Bosch. Da gibt es auch einen Akkuschrauber von oder einen Exzenterschleifer oder Lampen oder eine kleine Flex. Und ich bin wirklich sehr begeistert davon und da habe ich auch gleich die Platten nochmal, die oberste Seite links und rechts nochmal leicht abgerundet. Es sieht vom Design her schöner aus und dann ist die Gefahr ziemlich gering, dass dann irgendwie später hier sich was von der Platte löst, wenn ich jetzt irgendwie Gegenstände hin und her schiebe. Und das gleiche mache ich auch mit den Pfosten, weil wie gesagt, das sind ja nur Dachlatten, die sind sägerau und es kann durchaus mal passieren, wenn man hier rüberfährt, dass man sich einen Splitter zufügt. Wenn ihr dann die Kanten gefräst habt, können wir das Ganze auch anzeichnen. Sprich, wir nehmen die Höhe geteilt durch 5, da wir 5 Böden haben. Ganz, ganz wichtig hier, zeichnet immer von unten an. Sprich, das ist jetzt unten, wo die Aufkleber drauf sind. Und dann zeichne ich mir dementsprechend das Maß an. Ganz einfach, also wenn ihr jetzt unterschiedlich das Ganze einmal von unten, einmal von oben anzeichnet, kann es durchaus sein, dass ihr so eine Differenz von 1-2 mm habt und nachher beim Zusammenbauen kann es durchaus sein, dass dann das Regal anfängt zu kippeln oder zu wackeln. Deswegen immer ganz, ganz wichtig, merkt euch, macht euch einen Kreis oder ein X und sagt, da ist unten und von unten zeichnet ihr dann dementsprechend alles immer an.
Und im Anschluss bohren wir in der markierten Stelle 4 Bohrungen. Und das sind dann die 4 Löcher, womit wir dann die Querstrebe nachher festschrauben. Und hier befinden wir uns im Hauswirtschaftsraum. Das ist quasi ein Raum, den wir letztes Jahr geteilt haben mit einer Trennwand, integriert mit einer Schiebetür. Das sind 2 Videos, wenn du da Bedarf hast, die findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Jetzt habe ich angefangen mit dem Gerüst, mit dem Gestell von den Schwerlast oder von dem Regal. Ich habe mir einfach die äußersten Pfosten jetzt genommen und die Querlatten mit einer Schraube fixiert. Das Ganze ausgerichtet mit einer Wasserwaage, ganz, ganz wichtig. Ihr könnt natürlich jetzt hier auch einen großen 90-Grad-Winkel nehmen. Und was ich hier merke ist, besorgt euch einen zweiten Mann oder eine Frau, denn alleine ist es sehr, sehr mühselig, den richtigen Winkel, den 90-Grad-Winkel zu bestimmen. Und dass der auch beibehält. Ich baue jetzt quasi das vorderste Gerüst und das hinterste Gerüst zusammen. Und dazu nehme ich 60er Schrauben. Pro Eckverbindung insgesamt 4 Schrauben. Auf geht's. Wenn dann unsere 2 Gerüstteile fertig sind, sprich das Hinterteil und das Vorderteil, können wir auch die Einlegeböden festschrauben. Und die bringen letztendlich die Stabilität mit rein. Ich habe mir nochmal pro Seite 5 Löcher vorgebohrt. Und das Ganze können wir jetzt zusammenschrauben. Was übrigens mir ganz, ganz große Hilfe bereitet hat beim Zusammenbauen jetzt von diesem Gerüst, sind Einhandzwingen. Die könnt ihr mit einer Hand bedienen. Ganz, ganz simpel. Etappe für Etappe haben wir dann Platte für Platte an den Querstreben festgeschraubt. Und jetzt steht das ganze Regal. Und das Schöne, das Ganze ist sogar perfekt im Waage. Und so schnell haben wir uns ein Schwerlastregal gebaut für den Hauswirtschaftsraum, für den Keller, für die Werkstatt oder für die Garage. Erzähl mir mal, wozu du so ein Regal brauchst und ob du dir das jetzt traust nachzubauen oder ob du sowas sogar schon in dieser Art oder in diesem System nachgebaut hast. Unten in der Infobox findest du nochmal alle Infos, Werkzeuge, die ich jetzt für das Projekt verwendet habe, sowie auch ein Rabattcode für die Sperrholzplatten. Checkt doch einfach die Infobox. Ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, euer Mr. Handwerk auf YouTube. Besser gesagt, Sebastian. Tschüss. So.